nicht. You have to be swift when you activate the first one. Ich sehe nichts. That? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then. So, Jo, okay, das scheint zu sein. Dann laufen wir mal und gucken, ob hier noch irgendwo woanders ein Ding ist. Jetzt geh ich Schluck auf. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ah. Okay, nein, warte. Zieh. Ja, Daniel, super. Wo sind wir denn hier gelandet? Ein Schlüssel! Das ist ja wie ein Zelda. Miep! Oh, Hilfe! Monster! Oh, die habe ich nicht aufgemacht. Oh, doch, die habe ich aufgemacht. Ist die Luft rein? Ja, okay. Das war jetzt schon mal so ein kleiner Herzinfarkt. Wilhelm und seine Dummköpfe haben eine Vorstellung lange genug gefährdet mit ihrem selbstvergessenen Umgang mit den menschlichen Gefäßen. Der Schultheiß, ich war Schulscheiß gelesen, hält ein wachsames Auge auf den Wald und tötet meine getreuen Bediensteten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie der Spur nach Brennenburg folgen. Ich muss Wilhelm und seine Männer wegsperren, um weitere Untersuchungen von der Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird daher verschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs, oder sie werden verhungern. Was auch immer zuerst eintritt, meinetwegen können sie verrotten. Sehr hart, Daniel. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zu trinken geben. Das würde in gewisser Hinsicht beide Probleme lösen. Okay. Was gibt er denen denn so zu trinken? So, öffne dich. Aus dem Weg. Hier ist auch nichts drin. Jo, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Gesandte? Ja, aber es bringt uns nicht. Wir gehen erstmal hier weiter. Mal sehen, was haben wir denn hier so? Was haben wir denn hier so? Waren wir hier schon? Ach ja, das war der Raum, wo wir uns so verjagt haben. Achso, wir haben einen Schlüssel gefunden. Ist hier nicht irgendwo... Hier muss doch irgendwo eine Tür sein. Tür. Sie rührt sich nicht. Aber wir haben doch schon Schlüssel. Nein, nicht Feuer. Schlüssel, Daniel. Schlüssel. Nein. Doppelklick. Vielleicht nochmal versuchen? Nein. Warte, wir gucken nochmal, leichte Kopfschmerzen. Okay, alles ist gut. Nur wo muss der Schlüssel hin? Lauf! Aha, na, Stuhl. Oh, wow, ich dachte, wow, ich, oh. Oh Gott. Ich wusste nicht, dass das Viech einen wirklich kriegen kann. Oh. Heilige! Oh. 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 Okay, Leute. Ich brauche eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Oh, ich habe Gänsehaut. Ups. Okay. Tschüssi! Hallo, Leute! Hier sind wir wieder bei Amnesia. Es ist ewig lange her. Aber naja, letzte Woche wollte ich gerade sagen. Das letzte Mal sind wir dem Hausmeister begegnet, dem Schatten. Und jetzt wollen wir mal weiterspielen. Es tut mir leid, meine Fans enttäuscht zu haben, dass ich so lange weg war. Meine zwei Fans. Ich weiß nicht, wie viel Aufruf mein Video mittlerweile hat. Wow, Hilfe, hört ihr das? Das Problem ist, ich höre die Sounds immer noch viel lauter als ihr wahrscheinlich. Für mich ist das hier ein bisschen gruseliger. Ja, also so viele Aufrufe habe ich hier noch nicht, aber sorry, falls da jemand war, der meine Videos erwartet hat, sehnlichst. Sprechen gelernt bei Yoda, ich hab. Satzbau war auch mal besser bei mir. Nein, hier habe ich schon mal geguckt. Seht ihr, ich kann mich hier gar nicht mehr richtig dran erinnern. Wo wir jetzt hin müssen und wo wir waren. Na, hier muss auch mal jemand aufräumen. Hausmeister! Wir haben ihn gesehen. Eigentlich müsste er hier auch mal tätig sein, aber naja. Scheinbar nicht.
Ach, jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geachtet, wann wir jetzt aufhören sollten aufzunehmen. Aber ich denke, ich spiele einfach durch und schneide es dann im Nachhinein. Ich denke, das bin ich euch schuldig. Ja, den ersten Teil vom letzten Mal, den habe ich jetzt... genau, den werde ich jetzt hier reinschneiden. Das heißt, ja, ihr seht mein Vergangenheits-Ich noch am Anfang dieses Videos, aber das sollte euch nicht stören. Denn ich habe wie eine kleine Pussy geweint und das war wahrscheinlich ganz unterhaltsam. Ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid, ich wusste immer noch sehr, sehr viel. Vielleicht sollte ich mal zum Arzt gehen, aber hey, als ob. Ja, als erstes verschwenden hier noch mehr Krimskrams und ich weiß echt nicht mehr, wo wir hin müssen. Ich gehe mal auf gut Glück einfach hier entlang, durch diese dunkle, gruselige Tür. Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Türen sind ziemlich gruselig. Hier im Spiel. Eine Handvoll Sand rieselte von der bröckelnden Steindecke und drückte seine Hutkrempe nach unten. Er sammelte seine Kräfte, als die Karawane plötzlich näher kam und abblut. Ja, ja. Oh, Daniel, ganz ruhig. Wow, Daniel, Mann. Okay. Schön. Ganz schön schnuffig hier. Ja, nur wo müssen wir jetzt hin? Was haben wir denn letztes Mal gemacht? Wir haben noch die Mementos. Kein Memento. Oh. J. Tagebücher, genau. Algerien, nope. Mementos, oh, bin ich doof? Das hilft mir jetzt auch nicht. Egal, wir gehen einfach mal auf gut Glück hier weiter geradeaus. Sieht irgendwie aus wie Pokebälle. Mit viel kindlicher Fantasie. Mit viel kindlicher Fantasie schreiten wir auch weiter in diesen dunklen Verliesen weiter. Das habe ich zweimal weiter gesagt, nicht wahr? Egal, Satzbau ist nicht mehr so mein Ding, wie gesagt. Ja, eigentlich wollte ich sagen, wir lassen diese blöden Witzchen weg, aber das fängt schon wieder super an hier. Die Atmosphäre des Spiels wird getötet von meiner Art. Die Statuen betreten und starten an die dunkle, gewölbte Decke. Beteten. Pff, meine Güte. Okay, hier sieht das dunkel aus. Ja, dann machen wir ein bisschen Licht. Ich sollte nicht so mit den Teilen um mich werfen, denn wir haben nur noch zwei davon. Wow, Daniel, nicht abspacken. Das hatten wir schon letzte Folge. Wo müssen wir denn mal lagen? Vielleicht hier unten? You're so wrong. Daniel, was redest du da eigentlich? Hörst du denn eigentlich selbst zu? Was haben wir denn hier unten? Wow, ach du Kacke. Okay, warte Kumpel, du musst nicht mich essen. Wir haben ja auch so eine leckere Götterspeise oder so. Hier. Nein, Spaß, das war Kotze. Gott. Okay, wir nehmen einfach mal das hier. Öl. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredienzen ausgewirkt. Und auf dein Gehirn, Daniel. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich bin sehr betroffen. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Mach das. Was sagt uns das jetzt, was wir tun sollen? Man weiß es nicht, liebe Zuhörer. Da sollten etwas mehr Kuprit sein. Ja, ja. Was haben wir hier? Chemietopf. Ja. And one part aqua. Scheidewasser. Nein. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühe Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Piment müssen hinzugefügt werden. Kuprit bindet sie gut. Och, Chemie. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßigere Lösung gibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist im hohen Grade säurehaltig und ist praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Ja. Boop. Dir kann nicht mehr geholfen werden, Daniel. Sieh es ein. Als erstes gucken wir hier rein. Hoppala. Hier haben wir noch mehr... Wer ist das Zeug? Eine Zunderbüchse, genau. Stuhl! So, hier gucken wir auch mal rein. Und hier haben wir ein Ding.
Ding aufgenommen. Eines Tages werde ich zurückkehren, wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste. Wenn ich wäre ich nicht in der Lage weiterzumachen, wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denke und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine um sie, sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Ja. Okay, Ding. Das ist cool. Was bist du eigentlich? Hm. So ein Jersey-Ding. Ich weiß selbst nicht, was ich da gerade gesagt habe, aber egal. Das war so ein Jersey-Ding. Was haben wir hier? Eine Box. Eine 100 Büchse. Und hier haben wir nichts. Oder? Haben wir hier was? Nope. Ich glaube eher nicht. So. Haben wir was übersehen? Was sollten wir überhaupt besorgen? Warte, wir haben jetzt einen Eimer, in den wir reinpinkeln können vor Angst. Und sonst, was haben wir sonst noch aufgehoben? Sonst eigentlich nichts. Achso, ich sollte ihm fehlen die Ingredienzen. Die sollen wir jetzt wahrscheinlich besorgen. Das werden wir auch so gleich tun. Allerdings, wow. Chill, Daniel, chill. Alles ist in Ordnung. Ja, ihr wundert euch bestimmt im letzten Part, dass mir jetzt diese Frau geschrien hat. Da bin ich ganz schön zusammengefaltet worden. So nervlich. Aber ihr fand das wahrscheinlich gar nicht so mies, aber es war sehr laut auf meinen Ohren. Die Wüstendünen waren wie Wellen auf ruhiger See, immer wenn die Karawane weiterzog. Das haben wir doch schon gelesen. Mensch. Oder? Egal, ihr könnt es alleine lesen. Lesen lernen mit Necronico. Ja, Mal sehen, was haben wir denn hier? Ein Weinkeller. Ja, ich habe keinen Schlüssel mal. Dann gehen wir wohl erstmal nach oben. Gehst du nach oben, hört man dich? Das hatten wir schon letzte Folge. Ja, jetzt haben wir einen Eimer. Was können wir mit einem Eimer machen? Waren wir da unten schon? Ich weiß es ja nicht. Ein Steinchen? Och nee, nicht schon wieder eine Tür. Ach Mann, Kumpel, los, öffne dich. Ach, ist ja faszinierend. Jetzt haben wir noch mehr Marmelade. Sie ist widerstandsfähig und biegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Okay. Aber wie wir wissen, haben wir einen Eimer. Einen Pinkeleimer. Und diesen Pinkeleimer sollen wir mit etwas füllen. Vielleicht kann das, womit wir es füllen sollen, diese das Jungfern heute, ja, ich meine, diese komische Wand da, zerstören. So. Matsch, matsch. Okay, der wird langsam alt. Aber hier müssen wir nicht lang. Also gehen wir einfach mal. Zack. Mal sehen, da oben kommen wir her. Was ist das hier eigentlich? Ich denke, wir gucken einfach mal rein. Ja, es tut mir leid, Leute. Es ist echt lange her, dass ich das Spiel hier gespielt habe. Deswegen habe ich jetzt nicht so einen großen Plan, wo wir jetzt überhaupt sind, was wir tun müssen und was überhaupt Sache ist. Wir haben jetzt diesen Eimer. Womit können wir diesen Eimer füllen? Mal sehen. Da ging es ja nicht weiter, oder? Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal wieder nach... Ach, da geht's ja noch runter, genau. Das könnte die Lösung unserer Probleme sein. Obwohl, das hier sieht eher nach mehr Problemen aus. Na, Kumpel, nimm auf. Okay. Nee, das sieht nämlich nicht richtig aus, oder? Nee. Nach rechts. So. Aber hier kommen wir doch her, oder nicht? Ich versuche nachzudenken, was wir tun müssen, aber nachdenken ist nicht so mein Ding. Also sind wir am Arsch.